In wenigen Minuten wird sich hier die Olympiahalle in München füllen, zu einem außergewöhnlichen Ereignis, dem Luther-Oratorium. Der Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer hat für diese Veranstaltung die Schirmherrschaft übernommen. Es ist ein großes Gemeinschaftsereignis, weil sage und schreibe 2092 Sängerinnen und Sänger hier mitwirken werden. Und zwar von evangelischen und katholischen Kirchenchören mit intensiven Gesangsproben. Eine gewaltige Leistung, alles ehrenamtlich, kann ich nur sagen. Kompliment, großartig. Die Musik hat übrigens der bekannte Popkomponist Dieter Falk geschrieben. Luther ist für mich eine Steilvorlage. Er hat nämlich als erster, wie ich finde, Popmusik, damals nannte man das Volkslieder, in die Kirche gebracht. Das wurden dann Choräle. Und ich bin Popmusiker durch und durch, aber ich bin natürlich auch Bach-Fan. Also keine Popmusik ohne klassische Musik. Und so eine große Wanderung, so eine große Reise haben wir auch hier in diesem Stück mit drin. 500 Jahre Martin Luther. Selbst für den Katholiken Johannes Singhammer ein Jubiläum, das es zu feiern gilt. In Europa gab es eine lange, hundertjährige Geschichte, um zu einem richtigen Miteinander und Füreinander zwischen Staat und Kirchen zu kommen, Religionsfreiheit. Jetzt haben wir die Religionsfreiheit und sie ist wunderbar. Wir wollen sie bewahren, weil es eines der Fundamente ist einer freiheitlichen Gesellschaft, dass jeder entscheiden kann, in welcher Kirche er angehören will oder ob er auch keiner angehören will. Aber ich freue mich heute, dass viele da sind, die einer Kirche angehören und dies auch zeigen. Das Pop-Oratorium erzählt die Geschichte von Luthers Ringen um die biblische Wahrheit und von seinem Kampf gegen Obrigkeit und Kirche. Ich bin ganz hellauf begeistert, ich bin sehr stolz und bin begeistert von den Chorsängern, vom Orchester und der Band. Freue mich, dass wir so einen wunderbaren Schirmherrn mit Herrn Singhammer auch gefunden haben, das ist traumhaft. Luther, ein musikalisches Erlebnis und ein voller Erfolg für alle, die hier dabei sein durften.